Tag Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Duolings News vom Mittwoch, den 23. September. Und mit ganz neuen News komme ich jetzt nach einem kurzen Cut. Beginnen tue ich jetzt mit dem Abschnitt Events. Und jetzt hat zwar der Kaiba Cup geendet, aber dazu kommt jetzt noch eine kleine Sache. Jetzt haben wir nämlich von Konami auf der Informationsseite, beziehungsweise ja auf der Informationsseite, eine kleine Umfrage bekommen, die wir beantworten können, ob uns das gefallen hat, was wir gemacht haben. Ich persönlich habe es gemacht, weil kann ja nicht schaden. Ich frage da einen, ist man mit dem System zufrieden, was sie da machen? Ist man zufrieden mit den Belohnungen, die man da kriegt? Sowas halt in die Richtung. Es sind 5 Minuten im Ernst. Die kann man sich auch gerne Zeit nehmen. Also macht es gerne, wenn ihr wollt. Das nächste Event ist jetzt die Duellchronik 5Ds Kampf um den Fortune Cup. Jetzt einmal nochmal so zur Wiederholung, denke ich mal. Das gab es ja jetzt schon mal bereits. Jetzt einfach nur nochmal, um bestimmt ein Event zu haben, was dann vor der neuen Welt kommt. Weil ich vermute nämlich, dass nach diesem Event, weil das endet nächste Woche, am 28. glaube ich, am Montag, ich vermute dann, dass dann nämlich die 5Ds-Welt, die Sechselwelt rauskommt. Würde ich jetzt vermuten, weil die haben gesagt, Ende September soll die kommen. Ist ja nicht mehr viel Zeit sonst übrig. Also, Montag. Merkt euch das im Kalender, das wird höchstwahrscheinlich soweit kommen. Und neben den Fortune Cup gibt es jetzt nämlich auch nochmal die Duell-Challenges, also diesen Duell-Tempel. Einfach jetzt mal nur ohne Begrenzung, glaube ich. Man kann ja jetzt erst nicht die nächsten 100, man kann über 100 sogar am nächsten Tag schon drüber gehen. Also fangt jetzt mal schön brav an. Ihr könnt schon ein paar 100 jetzt abstauben und dann schön Duellkugeln sammeln und schön ein paar Juwelen sammeln. Ich bevorzuge das sehr gerne. Dann kann man einmal schon am Tag durchrushen und kriegt dann jede Menge Belohnungen. Finde ich echt gut. Und dann gibt es jetzt noch eine kleine Sache, nämlich haben wir wieder so eine kleine Special Gift Kampagne mit diesen Zauberhüten wieder. Findet ihr dann da, wo auch die Duellwiederholungen wieder sind. Einfach draufklicken, dann könnt ihr das wie bei den Startbildschirmen mit diesem Cardflipper auch ein Geschenk auswählen. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr wieder Gems. Ich glaube, bis zu 40 oder 50 sind dann auch möglich. 20, aber auch eine Karte kriegt man höchstwahrscheinlich daraus. Also macht es gerne. Dann kommen wir jetzt zum Thema Gerüchte und Leaks. Weil da haben wir jetzt nämlich was ganz Schönes bekommen. Wir haben erste Leaks zu den Charakteren, die wir bekommen. Und zu den Karten, die sie haben werden. Beziehungsweise die sie droppen werden. Also zu der neuen Welt Sechsel. Und das werden auf jeden Fall sein Yuma Tsukumo und seine beiden Kumpels, die in der ersten Staffel auch zu sehen sind. Ich muss jetzt mal selbst auf mein Handy gucken, weil ich mir das nicht merken kann. Yuma Tsukumo, der Bronk ist das. Und dann kriegen wir auch noch die Tori. Und die ersten Karten, die sie kriegen werden, beziehungsweise die sie droppen werden, werde ich euch jetzt mal die wichtigsten hier einblenden. Bei Yuma ist es zum Beispiel der Gagaga Magier, der Gogogo Golem oder auch was wir hier haben, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Einer dieser Djinns, die wir haben. Ich gucke jetzt gerade aufs Handy, also seid mir nicht böse. Ich kann mir halt nicht alles merken. Ist halt nicht so leicht. Da sind aber noch so klassische Karten wie Nachladen bei. Bei Bronk wird es als Haupt Xyz-Monster der Djinn-Architekt heißt das jetzt wahrscheinlich. 3 Monster Stufe 4 braucht der. Also schon mal eine nette weitere Xyz-Karte. Dann kriegt er auch noch ein paar zusätzliche Secret-Rare-Karten, die, denke ich, eher so als Place-Karte nicht mal so schlecht sind. Wenn ein Machine-Monster you control destroyed by battle or sent by your graveyard, you can add one. Ja, okay, das ist eine Add-Karte für Maschinen. Nett. Dann der Toy-Soldier von Bronk, der kann auch zum Beispiel noch ein Monster in der Verteidigungsposition beschwören. Dann sind es nur noch ein paar sonstige Karten, die so wichtig sind. Bei Tori ist es dann die Feen-Cheerleaderin. Sie kann once per turn ein Exis-Material abhängen und eine Karte ziehen. Ganz nett, auf jeden Fall. Was konnte der denn? Also der Tin-Architekt. Zink heißt das, glaube ich. You can... Okay, der kann die Kampfposition eines Monsters im beliebigen Spielzug ändern. Und er braucht 3 Monster Stufe 4, also kann er auf jeden Fall dreimal abhängen. Dann kriegt er auch noch einen Archlord, die Tori. Leider ist noch nichts zu den Starterdecks bekannt. Aber mich würde es wundern, wenn jetzt der Yuma Tsukumo keinen Utopia hätte. Also im Ernst, was wäre Sechsel ohne die Nummern? Das wäre so, als würde man Yami-Yugi seinen schwarzen Magier verbieten. Das geht nicht. Was würdet ihr meinen? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann noch zu den Sachen, die jetzt neu rausgekommen sind und eventuell auch bald neu kommen werden. Die ersten Sachen sind 2 neue Matten wieder und neue Kartenhöhlen. Blende ich euch jetzt hier mal kurz ein. Also im Splitscreen, wenn möglich. Ich gucke einfach mal, wie ich das mache. Und eine neue Funktion, die auch geleakt wurde, finde ich sehr, persönlich sehr interessant, ist bei den Decklisten eine neue Suchfunktion. Und das ist dann nämlich die Funktion, dass man nämlich nach den Namen des Decks suchen kann. In so einer langen Liste voll mit Welten, Decks, Charakteren
blickt man manchmal nicht mehr durch. Wo habe ich dieses Deck jetzt? Bei wem habe ich das eingespeichert? Ich weiß es auch nicht. Jetzt kann man danach bald suchen, höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, das wird dann jetzt mit den nächsten Update dann vielleicht kommen, wenn wir Glück haben. Und die Wartungsarbeit technisch würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, passt am Montag auf. Die werden höchstwahrscheinlich nach dem Event, wenn das zu Ende ist, dann starten. Da würde mich wundern, wenn sie nicht sind. Die werden dann die letzten Weltdaten eingeben und sie dann hochladen für uns alle. Und freut ihr euch schon auf die sechste Welt? Schreibt es in die Kommentare. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war wieder informativ. Und wenn dann die Welt rauskommt am Montag, werde ich auf jeden Fall sofort ein Video machen und das dann am Tag danach auf jeden Fall hochladen. Wenn ich es sogar schaffe, noch an demselben Tag. Was ich eher bezweifle, am Montag muss ich arbeiten bis spät abends. Am Dienstag habe ich immer mehr Zeit, die ganzen Videos zu machen. Freut euch aber jetzt am Wochenende. Kommt noch ein Decklisten-Video und dann nächste Woche kommt schon das Review zur Sechselwelt von mir. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich sage ciao, Leute!